Ja, ich darf weiterspielen. Ich meine, da sind wir wieder mit vollen Lebenspunkten. Also, hier geht die Kugel hin und her. Dann schauen wir noch weiter hier hoch. Aber das scheint jetzt nicht mehr die Einkaufsmeile zu sein am Anfang. Also, hier waren die über diese kleinen Hütten oder Gebäude, wo immer eine Truhe drin war. Aber das Todeslabyrinth hier scheint eher in einen wichtigeren Teil der Stadt zu führen. Müssen wir mal schauen, ob wir wirklich hier weitermachen wollen oder doch lieber zu den ganzen kleineren Räumen zurückgehen. Ergib dich. Und ich verspreche dir einen Was? schnellen Tod. Juhu, Wachen, die haben Heiltränke. Komm, komm. Du da, stirb ganz schnell. Ah, die sterben echt schnell. Schön, schön. Also es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Aus der Unterwasserwelt wegzugehen und wieder hierher zu kommen. Zum einen sterben die Gegner hier schneller, also jedenfalls die Wachen. Und zum anderen können die Heiltränke droppen. So, wofür war die Druckplatte jetzt da? Naja, lassen wir erstmal gedrückt. Da ist kein Zugang. Oh, Schlüssel. Das ist das Sonnending? Nee, das ist kein Sonnensymbol. Was haben wir denn noch? Wir haben Smaragdschlüssel, wir haben normale Silber. Steht an der Kreis. Passt nicht. Das muss der falsche Schlüssel sein. Nö, da haben wir keinen Schlüssel für. Zittere nicht vor mir. Gar mehr Wachen. Denen habe ich kein Mitleid. Davon können so viele kommen, wie wollen. Weil die kratzen uns nicht mehr an, wenn wir schnell genug zuschlagen. Ach ja, und während ich gewartet habe, habe ich mitbekommen, der Heilzauber macht schon gut mehr jetzt. Und dadurch, dass wir ein Level up hatten in Heilung, also geschätzt so 20% mehr Heilung. Ah, genau den werden wir doch gerade gebraucht haben, oder? Ist das alles? Das Thron? ist doch kein richtiger Kampf. Oh, wir haben das Schild gar nicht an. Aber ja, man merkt auf jeden Fall schon einen Unterschied zum Anfang in der Burg. Ich hatte irgendwie den Verdacht, dass Level, Ausrüstung und dergleichen in diesem Spiel nicht ganz so wichtig sind. Und die Gegner irgendwie durchgehend gleich hart sind. Aber wie man jetzt sehen kann, rasen wir richtig durch die Wachen durch. Können uns fast gar nichts mehr. Und das ist ein bisschen motivierend. So bringt es wenigstens doch etwas, die Dungeons alle schön abzugrasen, alles mitzunehmen, was wir können. So, was war mit der Tür? Und vor allem auch die Waffenlevel. Sind wir auch schon wieder halb durch? Dann ist nur die Frage, ob wir da wieder einen Punkt nur brauchen, um das zu erhöhen, oder ob wir jetzt zwei brauchen, um auf die nächste Stufe zu kommen. Aber das werden wir dann ja sehen. Und Magie? Magie braucht noch. Ja, das verwenden wir auch selten. Also nur, um uns hochzuheilen. Wir wollen. Wo wollen wir lang? Wo war die Tür? Da oben. Dann wollen wir hier durch. Du bist ein Schädelschloss? Jupp. Ah, Truhen sind immer gut. Ein Inferno. Schießt feurige Ringe. Verursacht 2D20 Schaden. Aber nur 24 Ladungen. Na gut. Und die braucht wenigstens keine Bolzen. Heiltrank ist immer gut. Mana-Trank ist auch toll. Ja, war definitiv die richtige Entscheidung, hier zurückzugehen. Jetzt plündern wir bis zum geht nicht mehr. Dann können wir ganz in Ruhe in der Unterwasserwelt weitermachen. Dann werden die Gegner da auch schön einfacher sein als jetzt. Und wir können ein bisschen Magiekräuter da farmen, wenn man die dann da wirklich farmen konnte. Das war ja nur das eine Gebiet, wo die drei Steine waren, wo wir drei oder vier Stück davon auf dem Boden gefunden haben. Und das kann auch nur Zufall gewesen sein. Ich höre so ein schleimendes Kriechgeräusch.
Jetzt ist es weg. Dann wird das wohl da irgendwo drin sein. Na gut. Wir suchen weiter nach leichter Beute. Da passt du gut rein. Oh, wir haben Schaden bekommen. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, aber hat bisher einer von den Wachen schon mal einen Heiltrank getroffen? Ich glaube nicht. Nur ein Schlüssel, ne? Sollten wir jetzt mal drauf achten. Also der hat auch keinen Heiltrank gehabt. Das wäre natürlich ärgerlich. Schade, schade. Ah, nicht du schon wieder. Ja, du machst viel Schaden, das wissen wir. Komm, stirb schnell. Okay. Verbraten wir mal eins von den Fäusten. Und Pong. Genau. Hat er seinen Hut verloren? Also wir haben hier immer noch den Helm aus den Anfangsdungeon, aber ich glaube, so ein kleiner Schilfhelm wird nicht wirklich gut sein. Verringert Schaden um 10%. Entziffert verschlüsselte Schriften. Und was machst du? Verringert Schaden um 5%. Na gut, dann ziehen wir jetzt das Ding da auf. Ach du Scheiße. Naja, wir werden wohl damit leben müssen, dass wir so komisch jetzt aussehen. Was haben wir hier? Meine Informanten im Palast des Herrschers haben mir berichtet, dass 4 Abenteurer ausgesandt wurden, um mich meiner Macht zu berauben. Also eigentlich ja 5, aber wir wurden halt vergessen, weil wir verschlafen haben, durch den Zauber von dem Propheten. Zwar ist mir der Zweck dieses Unterfangens nicht ganz klar, doch ich vermute eine Art Verzweiflungstat oder einen geheimen Plan, um unseren Siegeszug aufzuhalten. Sind es wirklich nur 4 oder vielleicht mehr? Alle müssen gefunden und unschädlich gemacht werden. Der Kriegsherr. Ach, denn sind diese Ninjas wie der eben gerade wohl die Attentäter, um die Helden umzubringen? Na gut, das ist jetzt alles nur Spekulation. Wir haben nämlich noch keinen von den Helden wieder getroffen bisher. Vielleicht kommen die ja auch einigermaßen gut voran. Das wäre natürlich praktisch, wenn man die irgendwie treffen könnte und sich austauschen. Wie geht die Tür da auf? Na, hier kann man nichts klicken. Okay. Das war ja einfach. Ein Smaragdschlüssel, mehr nicht. Und Heiltrank, eine Sonnenscheibe und sie ist rund. Nein, ich gehe jetzt nicht in die Burg zurück. Jedenfalls noch nicht. Oh. Okay, sieht eher aus wie ein halbes Ei. Aber das könnte echt in die Burg reinpassen. Vielleicht das nächste Mal, wenn ich heilen muss, dann husche ich ganz kurz in die Burg, um das zu überprüfen. Auch wenn wir momentan ja ganz gut vorankommen und nicht wirklich bessere Ausrüstung brauchen. Also nicht unbedingt. Ergib dich. Und ich verspreche dir einen schnellen Tod. Na komm, hast du jetzt einen Heiltrank mal dabei? Ich will meine Theorie testen. Immer noch keiner. Ja, soweit steht die Theorie. Und wir haben keine Steine mehr. Na gut, was mit dem Helm? Die Axt behalten wir lieber immer noch. Den Speer auch. Von jeder Waffenklasse sollten wir 1 mindestens haben. Falls wir mal auf Gegner treffen, die immun sind gegen eine Art von Schaden. Aber die Schwerter können weg. Wir müssen uns nur merken, dass, falls wir irgendwann mal einen Händler finden sollten, dass wir nicht hier in dem Dungeon danach suchen gehen. Aber die sind ja auf der Karte eingezeichnet, die rosa Punkte. So, also, den haben wir auch aktiviert. Dann sind wir hier oben durch. Ja, anscheinend. Also müssen wir durch die Steine durch. Vorher heilen.
Und dann gehen wir mal die andere Seite, damit wir den Stück der Karte auch aufdecken können. Also, rechts rum, dem Stein folgen. Ja, das tat weh. Warten wir kurz, bis er zurückkommt. Oh, was ist da in der Mitte? Nix. Ach ja, genau, nix. Und wie sehen unsere Lebenspunkte wieder aus? Schlecht. Wer ist schuld? Die Steine. Okay, eigentlich bin ich schuld, weil ich in die Steine reinlaufe, aber anderen Schuld geben ist eine gute Taktik. Und, hier sind auch wieder die etwas stärkeren Gegner. Aber stärkere Gegner heißt dann wahrscheinlich auch, dass wir mehr Erfahrungspunkte bekommen, wenn wir die töten. Blub. Und dahinter muss irgendwo ein Feuer sein. Dieses zischende Geräusch ist ganz schön laut im Vergleich zu den anderen Sounds. Hier waren die Häuser. Gut, schauen wir hier mal weiter lang. Wir haben noch ein paar Smaragdschlüssel, die wir verbrauchen könnten. Treffen wir ihn überhaupt? Ah ja. Also er trifft uns auf jeden Fall. Oh. Was haben wir denn hier? Ein Saphir-Tränenschlüssel. Das ist jetzt die fünfte verschiedene Schlüsselart, die wir hier gefunden haben. Oh, oh, oh. Es sind ein paar viele. Die Soundeffekte sind cool. Wusch, wusch. Ja. Aber demnächst werden wir wieder eine Pause einlegen müssen. Auch wenn mich das ein bisschen nervt, aber... Sicher ist sicher. Wo ist das andere Ding hin? Ja, genau dich meine ich. Ah, wir wollen jetzt nicht sterben, das wäre ärgerlich. Oh, na nü. Befehl des Oberkommandeurs. Verteidiger der unterirdischen Stadt. Obwohl ihr bereit seid, euer Leben für die Verteidigung eurer Heimat zu geben, wird euch hiermit der Befehl erteilt, die Stadt zu verlassen. Die anrückenden Streitkräfte des Kriegsherrn sind in der Übermacht. Unsere einzige Chance besteht darin, den Herren von Tempest beizutreten. Alles andere wäre aussichtslos. Ja, so im Nachhinein hätten sie das machen sollen, dann wären sie nicht zu Monstern geworden. Aber die eigene Heimat verteidigen... ist schon nachvollziehbar. Hm? So. Obwohl das Leben eigentlich mehr wert sein sollte als eine Heimat. Aber manche Leute sind da ja anders gestrickt. Oh, schön. Zwei Heiltränke. Ja, also die ganzen kleinen Häuser hier zu durchsuchen hat auf jeden Fall mehr Sinn, als in die tieferen Gebiete vorzudringen. Wie auch immer genau wir die tieferen Gebiete erkennen sollen, außer durch rollende Steine. Ich höre wieder was. Ah, da. Oh, Steine. Schön, schön. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich darüber freue, dass ich Steine finde. Aber gut. Besser Steine liegen lassen, als irgendwelche Rüstungsgegenstände und Waffen, die wir verkaufen könnten eventuell. Noch einer. Aber das Waffentalent scheint auf jeden Fall die Trefferchance zu erhöhen. Und eventuell auch den Schaden, aber da bin ich mir nicht sicher. Das heißt, wenn wir nochmal aufsteigen, werden wir fast immer treffen. Und dann können wir mit diesem Vor- und Zurück wesentlich besser arbeiten. Amulette Stärke plus 1. Was haben wir hier? Amulette Beweglichkeit. Können wir überhaupt noch mehr Stärke haben? Ja, können wir. Gut, dann haben wir doch lieber mehr Stärke als Beweglichkeit.
Alkohol. Wir sind nicht wirklich überlastet, also bräuchten wir die Stärke nicht unbedingt. Und wenn Beweglichkeit auch Angriffsgeschwindigkeit und Ausweichen ist, dann würde es schon Sinn machen, dass wir ein bisschen mehr die Stats balancieren. Also nein, wir behalten Beweglichkeit. Und das Amulett behalten wir jetzt hier schön unten, falls wir mal was finden, was recht schwer ist. Oder falls wir einfach überladen sind, dass wir das dann anziehen können kurzfristig. Ja, und noch ein Magiekraut. Dich nehmen wir auch noch mit. Ich wollte gerade sagen, das sieht so aus, wenn hier gleich ein Stein angerollt kommt, aber ich werde da glaube ich schon langsam paranoid. So, decken wir das kleine Fitzelchen hier noch auf. Hier links raus ging es zu diesem komischen Totenfeld, wo das Katapult und die tote Ritter sind. Oben war der schwarze Baum und im Osten waren wir noch nicht draußen. Was ganz praktisch zu finden wäre, wäre ein Rüstungsgegenstand, der die Regenerationsgeschwindigkeit erhöht. Damit wir in ruhigeren Phasen ein bisschen mehr regenerieren können und dadurch die Pausen nicht ganz so häufig antreten müssen. So, noch ein grünen Schlüssel, davon haben wir langsam echt eine Menge. Kommen wir nicht rein? Ah, schön, schön. Können wir hier ein paar von denen verbrauchen? Das war... okay. Ah, in die Ecke gedrängt. Das ist nicht gut. Heilung. Hoffentlich reicht's. Na, er konnte den Punkt nicht machen. Na gut. Mana, Tränke. So. Ich werde hier auch echt alles auf den Kopf stellen. Weil ich habe den Verdacht, dass auch in jedem Dungeon mindestens ein permanenter Trank drin war. Also in der Anfangsburg war ein Trank gewesen, der Magie erhöht permanent. Dieses 5D10 waren das, glaube ich. Bin ich mir nicht mehr sicher. Und in der Laterne war ein permanenter Lebenspunktetrank. So, was haben wir denn da? Bronzebeschlagene Truhe. Ah, okay. Wo ist der Unterschied zum Sack? Na gut, packen wir hier mal alle Schriftstücke rein, die wir eigentlich gar nicht mehr brauchen. Was noch? Questgegenstände vielleicht. Das heißt auch Schlüssel. So, schön nach Farben sortieren. So, dich damit hin. Blau damit hin. Die Yin-Yangs. Das wird auch ein Queststück sein. Und die Perlen. Wo sind die Perlen? Da ist eine Perle. Da ist noch eine Perle. Jö, das war's dann erstmal an Questgegenständen, oder? Boah, ist das ein Chaos hier. Aber ja, das scheint es gewesen zu sein. Tränke benutzen wir eh nie. Kann dahin Schild wieder anlegen. Na gut. Zwischendurch mal abspeichern nicht vergessen. Das mache ich normalerweise nur, wenn ich regeneriere. So. Apropos, eine neue Rüstung könnte auch langsam mal wieder rüberkommen. Also ich weiß ja nicht, wie viele Rüstungen es allgemein in dem Spiel gibt, aber die letzte haben wir recht schnell am Anfang gefunden in der ersten Burg. Und das ist jetzt schon eine ganze Weile her. So, ja. Die Schlüssel waren in der Truhe. Das ist irgendwie echt unpraktisch, das Ganze. Also klar, es hilft ein bisschen der Übersicht, aber... das fand ich bei anderen Spielen ein bisschen besser gelöst. Obwohl bei Dungeon Master, auch ein cooles Spiel, das so ähnlich ist wie dem hier, was ich vielleicht auch noch let's playen werde, da war es genauso. Da hatte man jede Menge Kisten primär mit Essen drin.
Und die gingen genauso auf. Aber das ging alles ein bisschen schneller. Hier sind halt diese Animationen noch dazwischen. Klar, die sehen cool aus. Genau auch, wie diese abgerundete Bewegung cool aussieht. Aber es stört ein bisschen den Spielfluss. Ah, noch ein Stein. Schön. Noch ein Stein. Ah, da ist noch so ein rotes Ding. Dich nennen wir mal Blutdämon. Du bist ein Blutdämon. Und diese anderen, die auf dem Boden rumkrabbeln, sind Fleischdämonen. Und sonst gab es bisher nur die Wachen, die Zoidbergs, also die Krabbenmenschen. Oh, nein! Ah, was schnatter ich euch die ganze Zeit? Laden. Also, es gibt die Blutdämonen, die Fleischdämonen, die Wachen, die Krabbenmenschen, die Ninjas, die Schlangenhände, die Drachen, dann diese komische fliegende Frau im Magierturm. Das war irgendein Luftdämon. Was haben wir noch an Gegnern gehabt bisher? Boah, komm, stirb endlich. Na, endlich. Na gut, ich lege erstmal wieder eine kleine Pause ein, regeneriere hoch. Und währenddessen denke ich darüber nach, was für Monster wir bisher noch getroffen haben. Momentan fällt mir da nichts ein, aber ich bin auch ein bisschen im Panikmodus, weil ich die ganze Zeit rede und dabei fast sterbe. Also, bis gleich.